by myself. I be on the moon by myself. They say that they real, but I can't tell. That's why I got this Glocky by my belt. Zone. I swear your defense is pretense. I'm like, you better get that prevent. I'm coming with that deep shit. I mean shit like all this rapping in the beat shit. Don't ever really mean shit. It only leave you seasick. You see shit like wave riders and dick hoppers. Insecure, another symptom that a bitch got you. Pussy. See, but I don't love the flex. Just don't talk about no reach if you ain't talking about my text. Man, I went from like no pussy to slow pussy to yo pussy. Bitches even throw my bro pussy. Turn to like fast pussy to past pussy. Trying to build a future with me. Didn't like the past boogie. That's crazy. Cause they was acting like the youngin' don't exist. Holy shit, I swear my throwaway could be your only hit. Throw the pitch, I know they pissed cause they don't even hit the field, nigga. I see your picture trying to filter out what's real, nigga. I build with you, we just gotta find structure. And I ain't chilling till my son just get comfort like a rupture to my rib. When a homie caught a beard, you forever in my memory. So when I do a gig, I save a space for him. Whoa, like I'm away for him. Steer wrong and the coppers ain't had no break for him. Whoa, to my niggas, I got a place for him. To my niggas, I be a face for him. Whoa, whoa, cause from the ruins we ascended like we knew that we was different. Kept it moving like evictions. We do this for a living, they ain't see it from the jump. I guess they grew into the vision. Whoa. Just stop assuming that I'm winning, I've been losing for a minute. Yeah. But now I'm winning for forever, all that losing shit for bitches, See, but now I'm in this new light. Cause you was in my yay when I was only getting two likes. But you, right, I done finally got my tune right. I do this for my son, like I've been beefing with the moon. Like, I done started from the bottom. To make it to the top, I had figured out my spot. Once I figured out my plot, to get everything I want, I just give everything I got. Reach, reach. Der nächste Trainingstag nach meiner wunderschönen Verletzung im Rippenbereich. Gestern habe ich trainiert, gestern war schwer Bench dran, lief eigentlich auch okay. Und jetzt, heute sind Frogspots dran, schauen wir mal, wie das wird. Ja, und damit moin moin hier zum kleinen Voiceover hier zum Trainingscontent vom zweiten Trainingstag. Generell würde ich immer sagen, bei Verletzungen, mir geht's zum Arzt. Ich habe das jetzt in dem Fall nicht gemacht, aber das sollte eigentlich immer der erste Weg sein, wenn irgendwas wehtut oder ihr euch irgendwie verletzt habt. In meinem Fall habe ich ja schon erklärt, dass ich gegen einen Zaun gescheppert bin mit der Rippe und dadurch habe ich halt wahrscheinlich eine Rippenprellung. Es war aber kein Hämatom zu sehen, also kein Blaustich oder sonstiges. Und deswegen habe ich einfach weiter trainiert und mache halt das, was geht. Ich hatte vor dem Trainingstag ehrlich gesagt überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich Frontkniebeugen machen kann, bin aber trotzdem ins Gym gefahren und dann habe ich halt Frontkniebeugen gemacht. Es war halt richtig grindy, weil ich habe halt wieder mehr Gewicht genommen, in dem Fall 102,5 Kilo, das ist für mich schon relativ viel für Frontsquats und ich habe halt Achter gemacht und danach war auch nicht mehr so viel mit meiner Frontrack Position, weil ich einfach schon mit dem Mindset da reingegangen bin, dass das irgendwie nicht so nötig ist. Und dann habe ich halt das so gemacht, das könnt ihr übrigens auch. Ich hatte jetzt eigentlich 4x8 vorzumachen, also 4 Sätze mit 8 Wiederholungen. Und ich habe dann einfach 2 Sätze aufgeteilt auf 4er, um einfach die
die Front-Track-Position, das heißt die Halteposition vorne mit der Hantel aufrechterhalten zu können, habe ich dann nur Vierer gemacht, weil das über 4 Wiederholungen einfacher ist als über 8. Und so habe ich dann halt trotzdem mein Volumen geschafft und das nur halt weiter aufgeteilt. Danach gab es noch Hip-Thrusts, wie man mich hier sieht. Ist einfach, im Moment muss ich echt sagen, da habe ich richtig große Fortschritte gemacht und bin da echt auch relativ stark geworden, also stärker einfach. Und das kommt echt mir zugute, muss ich sagen. Also die Booty Gains sind dadurch definitiv vorhanden. Was immer wichtig ist, dass man den Kopf auf der Brust lässt, dass den Rippenbogen drin lässt, also die Bauchspannung hält und dagegen dann quasi den Hintern nach oben drückt. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Peace!